Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt, Anno Motherfucking 1602. Und bevor sich irgendjemand beschwert, ja, ich werde in Zukunft immer 1602 sagen und nicht sowas wie 1602 oder 1602. Ich spreche das einfach so auf, weil es cool und futuristisch ist. Denn ich bin cool und futuristisch. Und wenn ihr so... Und lispelt, ganz furchtbar. Wenn ihr genauso lispeln wollt wie ich, dann macht das auch so. Ja, gehe ich noch auf den Untertitel ein. Erschaffen einer neuen Welt. Ich spiele heute Gott. Nein, dann hätte ich Black and White gespielt. Das ist auch ziemlich geil. Aber ich spiele heute Anno. Was kann ich noch zu dem Spiel sagen? Ja, ein Spiel von deutschsprachigen Firmen. Max Designs und Sunflowers. Wahrscheinlich das erfolgreichste deutsche Spiel überhaupt. Und kommt mir jetzt ja nicht mit. Das ist nicht wahr. Farmerama ist viel erfolgreicher. Scheiß auf Farmerama, ich hasse das Spiel. Und alle anderen Browser-Games. Außer O-Game, das war ganz cool. Egal. Okay, wenn man jetzt noch von Crysis und Far Cry absieht, dann dürfte es das erfolgreichste deutsche Spiel aller Zeiten sein. Und lustige Sache zu Far Cry, das Spiel wurde in der Stadt entwickelt, in der ich geboren wurde. Und jetzt reicht's aber auch wirklich wieder mit der Scheiße, die ich labere. Einzelspieler. Einführungsspiel lassen wir sein, weil es einfach nur Tutorials sind, die stinklangweilig sind. Stillschlacht, Landgefecht, alles total schwul. Endlosspiel ist einfach hier... Ja, ein Endlosspiel, ne? Wir fangen mit der ersten Mission an, nach langer Reise. Auftrag, aus der alten Heimat kommend, meldet euer Maat nach langer Fahrt das ersehnte Land in Sicht. Sucht euch eine schöne Insel und gründet eine Siedlung mit 60 Einwohnern. Wenn 40 von ihnen den Status Siedler erreicht haben und eure Bilanz positiv ist, dann werdet ihr weitere Abenteuer in der neuen Welt bestehen. Das glaube ich nicht, Bob. So, ich habe schon mal ein bisschen gespielt, darum ist auch schon mein Name vorher eingegeben, aber ich habe mir überlegt, ich nenne mich anders. Ich nehme einen Namen, der für die Zeit angemessen ist und da es damals sehr viele... Forscher gab, die auf Reisen gegangen sind, um neue Medikamente und so zu entdecken, gebe ich mir einen Doktornamen, nämlich Dr. Victor Agina. Also kurz Dr. V. Agina. Finde ich ein sehr angemessener Name, aber gut, ihr habt recht, es ist lächerlich. Es ist ein Mann, also Vaginus. Jetzt darf ich mir noch ein schönes Banner aussuchen. Eine von vier Farben ist völlig egal, welches man nimmt. Ich habe aber immer das Weiße genommen, weil es eigentlich richtig praktisch ist, wenn man die weiße Fahne hissen will, also um zu kapitulieren, um gleich anzudrücken, bitte buttrape mich nicht und nimmt einfach alles, was ich besitze. Habe ich mir gedacht, immer die weiße ist viel besser, aber ist totaler Bullshit. Ich nehme sie trotzdem. So, hier, das Spiel. Ihr seht, hier sind vier Schiffe. Eines davon gehört mir, die anderen nicht. Ich muss mich gleich mal auf den Weg machen, eine Insel, zu irgendeiner Insel, am besten, ich nehme jetzt gleich mal die, ich hoffe nur, dass gleich kein anderer Bastard die besiegt. Okay, Geld. Ach nee, oder? Oh Gott, Dr. V. Arginus hat die ersten Eingeborenen entdeckt und sogar mit einer Maya-Pyramide und mein Gott, es sind Schwarze mit außergewöhnlich großen Penissen. Vielleicht sollte ich ein Exemplar mit nach Hause nehmen und als Nationalspeise verkaufen oder einführen. Boah, Penisse einführen, darauf steht ihr doch. Oh mein Gott, die Insel wird... Ja, ich nehme die Insel. Die ist perfekt. Also die ist sau perfekt, gerade für die erste Mission, weil... Was soll denn die Scheiße? Leckt mich doch allesamt. Warte mal. Alter, der Rote ist aber nicht auf dem Weg. Nee, der ist nicht dahin auf dem Weg. Ja, also es geht erstmal darum, sein Schiffchen zu nehmen, Inseln zu erkunden, sich eine schöne auszusuchen und da eine Siedlung zu gründen. Wir gehen mal ein bisschen zoomen, ein bisschen weiter weg. Was will ich jetzt machen? Ach ja, also, hier, also ich habe noch drei NPC-Mitspieler, blau, rot, gelb, die hat man immer. Mit denen kann ich Verträge schließen, in dem Fall, Friedensverträge sind von Natur ausgeschlossen, jetzt noch... biete ich denen noch Handelspakte an, die nehmen die auch in der Regel sofort an. Alter, wehe, du dumme, hässliche Hure, vergiss es. Ja, gehen wir mal zu Insel. Oh, ich sehe gerade mein... Schiff heißt Sunshine, das ist eigentlich ein Scheißname. Ich gebe ihm einen passenderen Namen, MS, wie man die immer so genannt hat, so schön. Dann irgendeinen weiblichen Namen, zum Beispiel Dildoline. Eine neue Siedlung wurde gegründet.
mag das Geräusch. So, erkunden wir die Insel. Die Ressourcen dieser Insel sind... Die ist miserabel. Das ist die dümmste Insel, die ich mir hätte aussuchen können. Aber für die Mission ist es wirklich scheißegal. So, das heißt, ich nehme jetzt das Schiff hier. Nein, nein. Und baue ein Konto hin. Dafür gehen wir wieder näher ran. Ein Konto, sowas wie ein Hafen. Trocken, kein Trockendock, aber... Nein, Dock ist es auch nicht, aber... Scheißegal. Also, wir haben jetzt dieses... Konto. Ja, das ist mein Baumenü. Es geht jetzt darum, zu wirtschaften. Ganz stinklangweilig zu wirtschaften. Und ich hätte... Ah, ich hab's wieder versaut irgendwie eigentlich. Naja, egal. Nochmal so. Was will ich machen? Erstmal Fischer für die Nahrung. Die platziert man am besten so, dass sie in diesem halb dunkelblauen Wasser also gut hinkommen. Ja, das geht auch noch. Das ist schlechter. Ja, so drei Fischer sind eigentlich schon wieder zu viel. Zwei hätten gereicht. Ich kann jetzt eher bei meinem Konto Sachen zum Einkauf geben. Zum Anfang brauche ich bestimmt sehr viel Holz, um Häuser zu bauen. Komm weiter. Nein, einkaufen. Werkzeuge braucht man immer. Bleibe ich auch beim Bestand von 20. Verkaufen. Gebe ich auch gleich mal ein. Nahrung werde ich später zu viel haben. So. Ich habe schon mal eine negative Bilanz von 30, dabei habe ich gerade erst angefangen. Das ist richtig, richtig geil. Was jetzt erstmal wichtig ist, wie, wo baue ich zusammen ein bisschen hin? Ich glaube nach rechts hin. Holz. Jede Menge verschissenes Holz. Um jede Menge verschissenes Holz zu kriegen, baue ich noch mehr Wald. Oh, ist das mies. Na, komm. Da kommt ein Handelsschiff, freie Händler, die geben mir immer tolle Sachen wie Nutten, Pest und Cholera. Oder auch gar nichts, mal wahlweise. Wo sind meine Förstereien? Da sind meine Förstereien. Ja gut, der kann ja jetzt noch nicht so viel machen, weil er noch nicht so viel... Oh Gott, ja, noch nicht so viel... Holz gewachsen ist. Aber ich kann noch weiter oben einen hinsetzen. Ihr seht, es gibt hier einen dunklen und einen hellen Bereich. Was kann ich dazu jetzt sagen? In dem hellen Bereich kann ich bauen, das ist quasi mein Einflussgebiet, in dem dunklen Bereich nicht. Um den meinen hellen Bereich zu erweitern, muss ich entweder noch mehr Kontore bauen, was totaler Bullshit ist, und das kann ich auch gar nicht, es gibt nur eins. Oder Marktplätze, aber dazu später dann. Ich ziehe jetzt erstmal lustig ein paar Häuser auf. Warte mal, ich muss mal kurz schauen, soweit etwa. Ja, okay. Also, wir bauen mal Häuser. Schauen wir einfach mal so ein bisschen rein. Mit Häusern kriege ich mehr Leute, denen kann ich mehr Geld abknüpfen. Ihr seht, klickt auf ein Haus. Ich kann die Steuern bei 16% lassen oder 48%. Je nachdem, wie glücklich sind, kann man die Steuern richtig schön in die Höhe treiben. Und das wollen wir doch. Die eigenen Bewohner ausbeuten. Ja, passt. So, zu meiner Mission. Meine Mission ist es... Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. 60 Bürger, davon 40 Siedler. So, 3 Einwohner habe ich schon mal. Ne, ich habe sogar 10. Sieht man oben, ich kann es gerade schlecht zeigen. Oben kann ich mal kurz sagen. Oh, was will ich eigentlich sagen? Da haben wir Gold, Werkzeuge, Holz, Ziegel und Einwohner. So, wie schon gesagt, 3 Pioniere habe ich. Wenn die zu Siedler werden sollen, dann muss ich den Stoffe geben. Ein Marktplatz und eine Kapelle. Dann bauen sie ihre Häuser aus. Da das ein ziemlich arschvoll Zeug ist. Warte mal. Ja, warte, passt. Ja, also ich baue erstmal einen Marktplatz hin, damit ich erstens weiter hier Einfluss habe. Bau den vielleicht. Ne, ich baue den dahin, das passt.
Aber mir fehlt noch genau ein Holz. Da rechts unten könnt ihr sehen, was das Gebäude jeweils braucht, wie viel Gold es kostet und wie viel Betriebskosten es hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Försterei schaue, Betriebskosten 5. Wenn ich die Försterei stilllege, ja, was passiert dann eigentlich? Wenn ich die Försterei stilllege, habe ich keine Betriebskosten, so war das, genau, so. Ich habe meinen Marktplatz gebaut, jetzt haben wir viel mehr Einflussbereich. Jetzt baue ich da noch weiter hin, dann bauen wir da noch mehr Holz hin. Viel mehr Holz, yeah. Egal, noch ein Forst, also Holz braucht man unglaublich viel. Da würde ich euch empfehlen, immer sehr, mindestens 3, nee, eigentlich sogar mehr, Förstereien auf Vollbetrieb zu haben. So, dann reiße ich mal hier alles an Holz ab. Und meinen Weg. Ein Stück Weg auch gleich. So ist gut. Denn ich brauche noch etwas anderes. Eigentlich bräuchte ich erstmal Geld, weil ich habe schon viel zu viel ausgegeben. Ja, viel zu viel ausgegeben. Das ist im ersten Level scheißegal. Aber was ich jetzt hier hinbauen werde, sind Schafarm. Mäh. 2 Stück reichen in der Regel. Ja, 2 reichen wirklich. Denn mit Schafen kriegen wir Wolle und dann können wir sie in die Webstube schicken, um aus der Wolle Stoffe zu machen. Und wisst ihr, was das Tolle daran ist? Das ist noch eines der leichtesten. Wie soll ich sagen? Oh, ich drehe erstmal das Gebäude. Ja, so ist besser. Eigentlich scheißegal, aber so ist mir lieber. Es ist noch eines der nicht umständlichsten Produktionsgedönse, weil später, wenn man Eisenerz hat, kann man aus Eisenerz Werkzeuge machen, man kann Stahl draus machen, man kann, Moment, ich kann dir mal kurz zeigen, hier, Eisenerz, daraus kann man Eisen machen, also ja klar, aus denen kann man Schwerter machen, Musketen, Kanonen, aus den Stoffen kann man wiederum Kleidung machen, aus Gold kann man Schmuck machen, aus Korn wird Getreide oder so, wird, ja, das war klar, das war sehr, sehr gute Aussage. Aus Korn wird Mehl, aus Mehl wird wiederum Nahrung. Also es sind wirklich scheiße geniale Dinger. Und ich sehe gerade, dass mein Konto, also meine Stadt Rio Coco heißt, finde ich eigentlich schwul. Und oh mein Gott, hört die Musik. Bilanz minus 143, ich bin so mies. Weil meine Einkaufskosten so hoch sind. Also, diese grausame Musik zeigt normalerweise an, dass irgendwo eine richtig derbe Seeschlacht ist, aber ist in dem Fall jetzt nicht. Wie nenne ich meinen scheiß Hafen? Ich weiß es nicht. Ach, ich mich. Jetzt ist der Hafen ohne Namen. Es ist auch unglaublich egal, aber. Ja, das ist ein System, mit dem ich baue. Man glaubt es kaum. Ja, der fragt sich jetzt, was soll er machen, weil er hat keine Wolle. Jetzt wird er gleich so ein Dildo rauslaufen. Pass auf. Pass auf. Also, wenn da ein Fragezeichen drüber steht und hier so ein paar Ressourcensymbole angezeigt sind, dann heißt es, er hat keine Ahnung, was er machen soll, weil er keine Dinger hat. Ressourcen. Hallo? Also, gleich müsste eigentlich ein Typ rauskommen, der sich die Sachen holt. Aber ich nehme an, erst wenn hier 2 Tonnen sind. Ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Sag mal, bist du scheiße im Kopf? Ich will hier gerade was demonstrieren und du kommst dann aus deinem scheiß Haus raus. Alter, solche Bullenhund, da ist er ja, da ist er ja. Bam! Okay. Wunderbar. Habt ihr das gesehen? Und jetzt sind da 2 Tonnen Wolle drin, die sofort verarbeitet werden. Gleich wird da 1 Tonne Stoff draus. So, und ich mache an dieser Stelle hier erstmal Schluss. Das war eine schöne Einführungsfolge, wie ich finde. Okay, Eigenlob stinkt bis zum Himmel, aber ich dusche ja oft genug, darum kann ich das ganz gut übertünchen. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.